Oricom Developments Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. Ja, das war doch mal ein cooles Intro, oder Leute? Und damit begrüße ich euch auch ganz herzlich zu einem Nebenprojekt von mir, Walt Disneys Tarzan. Von 1999 ist dieses Spiel und einfach nur ein schönes und niedliches Spiel vor allem hier. Und ich freue mich gerade einen Keks, das hier zu let's playen. Ich habe das schon wirklich... Ich weiß nicht, seit ich 7 bin oder so. Und ich habe es jetzt schon wirklich eine Ewigkeit nicht mehr gespielt. Und ich hatte gerade so einen Bock auf Tarzan, ich weiß auch nicht warum. Und dachte mir dann so, ach komm, hast noch ein bisschen Zeit, bevor du gleich los musst, ne? Komm, da nimmst du jetzt eben ein bisschen Tarzan auf. Und ja, deswegen mache ich das auch, ne? Wie gesagt, ist nur ein Nebenprojekt auch von mir. Das heißt, ich werde mal alle 100 Jahre ein Part davon reinwerfen. Okay, ganz zu selten auch wieder nicht. Aber, ist auf jeden Fall ein süßes Spiel und ich hoffe mal, dass ihr es auch mit mir genießen könnt. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Und ja, mal eben kurz in die Optionen gucken. Oh, hallo. Welche Optionen würden Sie heute gerne ändern? Ja, da muss ich mal gucken. Ton. Musik. Oh, wie schön. Jetzt hören wir uns die Musik an. Okay. Ja, dann nehme ich mal hier voll, denke ich mal, das ist okay. Aha, ein hübsches Liedchen. Ja, ist ein hübsches Liedchen. Geräusche? Achso, da kann ich nur zwischen Mono und Stereo wählen. Dann nehme ich natürlich Stereo. Ich glaube, das ist der Schrei eines Menschen. Ja, kann sein. Achso, Filme, das sind die Filmsequenzen, die ich noch sowieso nicht gespielt habe. Controller? Recht so. Kommen Sie, untersuchen wir den Steuermechanismus genau. Ja, nee, eigentlich nicht. Also, achso, Vibration. Achso, das ist das hier. Okay, da kann man nur ein oder aus. Konfigurieren, muss ich jetzt nichts. Spielart. Oh ja, stellen wir den Schwierigkeitsgrad ein. Ja, ich meine, ist ja auch nur ein Kinderspiel, ne? Ich mach das auf schwer. Ein Dschungelspezialist, wie man so schön sagt. Ja, kannst mal sehen. Okay, das wär's auch. Erstmal damit, mit dem Professor. Und ja, machen wir einfach mal Spiel starten. Sagen. Oh, kannst du denn keine leiseren Tiere nachmachen? Mann, das ist doch langweilig. Weißt du, wer ein Leopard macht? Willst du denn nicht deinen eigenen Laut erfinden?
Ups. Tarzan! Nein, bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Carla und ich haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Dankeschön. Danke, dass du ihn gefunden hast, Kerchak. Du bist so ein kluges und weises Familienoberhaupt. Lauf! Ja. Solche Sorgen um mich gemacht. Ich bin ja auch gerade erst 5 Sekunden von zu Hause weg. Ist klar. Oh, ich freue mich so. Das erste Level. Wie süß. Mit dem kleinen Tarzan. Willkommen im Dschungel. Yippie! Ich freue mich so. Oh, ein großer Schmetterling. Wie süß, ey. Papagei, yay! Und hier sind so komische, ja, Charla, die ich sammeln muss. Ah, schon besser. Genau, und Bananen, die bringen mir Energie zurück. Und wenn ich jetzt auf Leicht oder Mittel spielen würde, wären hier auch ab und zu solche Terk-Köpfe. Und dann könnte ich da so hochspringen und dann würde Tarzan so rufen, hey Terk! Und dann würde er mir immer so einen Tipp geben und so Sachen erklären, auch mit den Bananen, dass die mir Energie zurückgeben und sowas. Aber da ich hier auf schwer spiele, gibt's den jetzt hier nicht. Genau, diese orangenen Früchte, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, die erweitern meine Lebensanzeige. Und hier ist auch schon gleich der erste Gegner, den wir töten sollten. Wir schmeißen hiermit dann mit Früchten und da es natürlich auch nur ein Spiel für Kinder ist, ist hier jetzt irgendwie kein Blut oder so, sondern es kommen Schmetterlinge, wenn wir einen Gegner töten. Und ich werde jetzt hier auch nicht so viele Gegner töten, hier die meisten am Leben lassen, weil die sind auch einfach irgendwie so süß. Na, ich meine, dieses Tier hier zum Beispiel, was auch immer das sein soll, weiß ich noch nicht mal so genau. Die verletzen mich ja zum Beispiel auch dann nicht absichtlich oder so, sind ja keine Raubtiere. Das heißt, die werde ich dann auch getrost am Leben lassen und überspringen, wenn es irgendwie geht. Genau. Oh, aber du bist eklig, du bist doof. Geh mal weg. Genau. Und wieder Schmetterlinge. Yay. Mal hier rauf. Und yay. Diese Holztaler oder was auch immer das jetzt genau sein soll, ist, glaube ich, noch nicht mal so unglaublich wichtig. Bist du nicht hier unten oder ist hier noch was? Nee, ich glaube erstmal nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, die sind nicht so wichtig, diese Holztaler. Aber, ja, man sammelt sie halt irgendwie, ne? Ein Chamäleon. Ja, hier kann man hangeln. Und... Yeah! Eine Superfrucht. Yeah! Genau, hier können wir so die Früchte wechseln. Es gibt so ein paar Superfrüchte, die so eine besonders starke Wirkung bei den Gegnern haben. Nein, geh weg, stirb. Au, oh Mann. Na los, geh weg, ich will dich nicht umbringen. Geh weg. Geh weg, sonst dreh ich durch. Och Mann. Na gut, dann töte ich dich halt, Mensch. Ist mir jetzt echt zu doof, ey. Mann, jetzt wurde ich schon verletzt, ey. Wie schlecht bin ich denn hier, Mann? Das ist ein Kinderspiel. Genau. Diese großen Schmetterlinge hier sind, glaube ich, immer Kontrollpunkte. Dass wenn wir sterben, dass wir dann am letzten Schmetterling wieder hier anfangen. So, jetzt hangel ich hier mal an der Liane entlang und sammle hier noch so ein bisschen Zeugs ein. Und Tarzan ist am Keuchen. Verdammt. So. Ah ja, ich schaff's da rein. Oh, schon besser. Wirklich schon besser. Ich hab's. Ja, ich hab's. Yeah, baby. Ich muss meinen gesamten Namen finden. Also ich muss ihn nicht komplett finden, aber es gibt halt alle Buchstaben vom Namen Tarzan hier auch im Spiel zu finden. Dann kriegt man so ein... Oh Gott, ein Pavian. Achso, da reicht schon einer und der fällt in den Abgrund. Alles klar. Dann kriege ich so einen Bonus, ein kleines Bonus-Level am Ende eines Levels immer noch, was ich dann machen kann und wo ich so ein paar, ja, Bonuspunkte, sag ich mal, holen kann. Oh, schon besser. Yay, wieder volle Energie. Und, ja. Oh, ich dachte schon. Hm,
hübsche Blumen. Ach ja. Da, diese Vögel sind böse, die haben so... Oh, wieso springst du nicht, Tarzan? Die haben so komische Kokosnüsse oder ähnliches und das lassen sie dann gerne mal auf mich runterfallen. Und ich töte dich jetzt auch mal. Ja, ich hab's, yeah. Das ist dann... Wow. Ich kann mich dann zwar so ducken und so ein... Upsala, ein Taler vergessen. So einen Schutz praktisch für mich machen, aber... Ja, mache ich jetzt mal eben. Dann werde ich auch nicht verwundet von denen. Und ja. Hier können wir so raufklettern. Nee, warte mal. Nee, nicht zurück. Ich wollte mal eben nur... Da oben mal guckt Tarzan nämlich irgendwie total cool, wenn ich mich nicht sofort hochziehe. Mal kurz gucken. Na, ich finde das irgendwie süß. So, yay, ich gucke in die Ferne. Und hier finden wir ein Messer. Das kann ich gut gebrauchen. Yeah, das können wir auch wirklich gut gebrauchen. Bam. Ja, es hat doch gar nicht wehgetan, von so hoch oben runterzufallen. Wir haben keinerlei Energie verloren. Ich meine, da kann uns ja nur recht sein, aber... Ach ja, hier wäre jetzt wieder ein... Hey, Zerg! Das da ist nämlich eine Skizze, die da so schön im Wind flattert. Jeder, der den Walt Disney-Film schon mal gesehen hat, weiß ja, dass Jane, die wir später auch noch treffen werden, so eine Skizze vom Pavian-Baby gezeichnet hat und davon gibt es halt 4 Stück und... Ach ja, genau, die sind nämlich für dieses Bonus-Level verantwortlich und gar nicht der Name. Das hatte ich verwechselt. Ja, genau, wie wir schon gerade gesehen haben, es gibt insgesamt 4 Skizzenteile. Und wenn wir alle 4 finden, dann, na komm her. Dann, kriegen wir da so, ein kleines Bonuslevel halt. Geh weg. Yay. Immer wenn ich 100 Taler erreicht habe, macht das halt so, Yay. Na los. Komm her. Wo bist denn du? Komm her. Ja, es gibt 2 verschiedene Arten, wie wir auch werfen können. Einmal hier so hart. Oder hier halt so eher leicht und niedrig. Und davon haben wir auch endlos Munition sozusagen von diesen normalen Früchten hier. Aber wenn wir jetzt hier so wechseln, ne, hier nur eine, da haben wir 10, da noch 0. Und die Superfrüchte benutze ich eigentlich, upsala, auch so gut wie nie. Aber ist natürlich nicht... Yeah! Autsch, scheiße. Nicht schlecht, sowas zu haben. Boah, scheiße. Oh Mann, du blöder Affe, ey. Komm bloß her. Du bist jetzt schon tot. Ja, er ist schon tot, okay. Oh, das war ja gerade mal blöd, ey. Na, machst du einen coolen Salto? Und diese Paviane machen manchmal so einen coolen Salto. Na los. Ach nee, der steht hier nicht am Abgrund. Na komm, mach mal. Nee, macht er jetzt nicht. Okay. Dann stirb. Wenn du mir nicht gehorchen willst, dann stirb einfach nur. Okay, die Zeit ist erstmal rum für den ersten Part, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.